Der Film endet abrupt. Egal wie dieses Treffen endete, die kurze Aufnahme eines Priesters mit einer spärlich bekleideten Dame reicht aus, um seine Mithilfe bei der Überwachung von Vios Tätigkeit zu sichern. Sicherlich werden die von den Illuminati kontrollierten KGB-Agenten bald nach Wegen suchen, Vio persönlich zu manipulieren. Sobald ihnen das gelungen ist, sind sie sehr nah am Herzen der katholischen Religion, bei Papst Paul VI. Aber es scheint, die Kontrolle über den Vatikan allein war nicht ausreichend für die Illuminati. Sie griffen manchmal sogar auf Mord zurück. Seit Gründung der Illuminati starb eine Reihe von Beamten des Vatikans unter hochverdächtigen Umständen. So auch drei Päpste. In jedem Fall erfolgte der Tod zu einem Zeitpunkt großer politischer Bedeutung. Das Merkmal der Bruderschaft, die die Weltpolitik zu ihren Gunsten beeinflussen will. 1939 wollte Papst Pius XI. In einer Erklärung Nazis und Faschisten verurteilen, deren Gräueltaten den Illuminati eigentlich nicht fremd waren. Doch bevor er die Erklärung abgeben konnte, starb er plötzlich. Ein enger Mitarbeiter, Kardinal Tisserand, soll danach mehrmals wiederholt haben, es war ein Attentat, es war ein Attentat. Die Leiche wurde schnell einbalsamiert, woraufhin eine Autopsie nicht mehr möglich war. 1978 schien es wieder so, als bediente man sich des Mordes, um das päpstliche Amt zu manipulieren. Paul VI. Starb urplötzlich. Er war zugegebenermaßen schwach, doch die schnelle Verschlechterung seines Zustands erschien fragwürdig. Dieses Mal erhielten die Illuminati-Planer jedoch ein Resultat, das sie nicht erwartet hatten, einen Papst, der sich gegen sie stellte. Johannes Paul I. Fast sofort nach seinem Amtsbeginn zeigte sich der neue Papst äußerst unabhängig. Es schien, als habe Johannes Paul eine besondere Abneigung gegen die Korruption im Finanzbereich des Vatikans. Während er noch Kardinal von Venedig war, ging die dortige katholische Bank für eine lachhafte Summe an den Vatikan. Die Profite für eine Handvoll Personen lagen bei über 70 Millionen Dollar. Doch der Verlust für die Venezianer war groß. Der venezianische Klerus verlor sogar seine Pensionskasse. Ausschlaggebend waren Bankier Roberto Calvi, sein Mentor Sindona und der Direktor der Vatikansbank, Bischof Marcinkus. Nachdem Johannes Paul Papst wurde, waren diese drei noch immer mit dem Geld der Kirche betraut. Seine neue Position gab dem Papst die Macht, Nachforschungen anzustellen und diese zu veröffentlichen. Er war dabei, illegale Geschäfte im Werte von insgesamt nahezu 1 Milliarde Dollar aufzudecken. Das wäre ein schwerer Schlag für die Illuminati, die mit Sicherheit hinter diesen kriminellen Finanzgeschäften standen. Die Gefahr, in der sich der Papst befand, wurde eines Tages bei einem Treffen von Johannes Paul mit dem russisch-orthodoxen Erzbischof Nikodim deutlich. Als ihre Unterhaltung begann, wurde Kaffee eingeschenkt. Nikodim trank zuerst, fiel fast augenblicklich zu Boden und war tot. Sein Gesicht hatte sich zu einer Fratze verzogen, als ob sein Tod sehr schmerzhaft gewesen war. Der entsetzte Papst stellte seine eigene Tasse ab und trank nicht. Es muss ihm durch den Kopf gegangen sein, dass der Kaffee für ihn bestimmtes Gift enthielt. Der Amtsarzt stellte jedoch umgehend fest, dass der Erzbischof, der im Vatikan gängigen Todesursache erlegen war, einem schweren Herzinfarkt. Alle Umstände des mysteriösen Todes des russischen Erzbischofs Nikodim wiesen auf einen Mordversuch und das Vertuschen der Wahrheit hin. Der Leichnam des Russen wurde sehr schnell nach seinem Tod einbalsamiert, ohne vorherige Untersuchung.
Nach einer Balsamierung ist es unmöglich, die Todesursache akkurat festzustellen, vor allem wenn dabei Gift im Spiel war. Der Kaffee, den der Erzbischof trank, wurde nicht analysiert und es fand keine gerichtsmedizinische Untersuchung statt. Obwohl es keine Beweise gab, stand für viele fest, dass der Papst nur 10 Tage nach Amtsantritt einem Mordversuch entgangen war. Dieses Erlebnis war für ihn so schockierend, dass Johannes Paul ein Geheimtreffen mit seinen 4 höchsten Kardinälen einberief. Das Treffen fand am 28. September 1978 statt. Nur die 4 Kardinäle und der Papst waren im Zimmer. Bis heute weiß niemand, was gesagt wurde. Doch anschließend schritt der Papst zur Tat. Er entließ Kardinal Viot als Staatssekretär. Es ist derselbe Kardinal Viot, dessen Assistent anhand der 1972 vom KGB gemachten Filme erpresst wurde. Im Laufe dieser 6 Jahre muss auch der Kardinal in das Netz der Illuminati gezogen worden sein. Ihn zu entlassen hieß, dass der Papst einen Teil der Verschwörung aufgedeckt hatte. Aber selbst Johannes Paul war nicht gegen sein Schicksal gefeit, was die Illuminati betraf. An jenem Abend ging der Papst früher zu Bett, um detaillierte Aufzeichnungen über das geheime Treffen zu studieren. Um 5 Uhr früh begann die enge Vertraute des Papstes, Schwester Vicenza, sich Sorgen zu machen. Seine Heiligkeit hatte bisher noch nie verschlafen. Sie schlich sich in sein Zimmer. Johannes Paul schien aufrecht im Bett zu sitzen. Das Licht war an, so als ob er las. Um ihn herum lagen verschiedene Papiere. Aber zu ihrem Horror war sein Gesicht genauso schmerzhaft verzogen, wie sie es bei dem verstorbenen Russen Nikodim Tage zuvor erlebt hatte. Nach lediglich 33 Tagen als Papst war Johannes Paul tot. Nachdem sie ihr geheimes Spiel 200 Jahre lang perfektioniert hatten, waren die Illuminati jetzt Meister im Spurenverwischen. Obwohl der Papst ihn Stunden zuvor seines Amtes enthoben hatte, übernahm Kardinal Viot die Leitung des Geschehens. Als ranghöchster Kardinal war er jetzt sozusagen Interim-Papst. Als erstes schloss er sich ins päpstliche Gemach ein, sammelte Arzneimittel vom Nachttisch und die meisten Papiere im Raum ein, darunter die Aufzeichnungen der geheimen Unterredung. Verschwunden waren auch die Bonbons, die der Papst gern beim Lesen naschte, sowie seine Lesebrille und Hausschuhe. Nichts davon tauchte je wieder auf. Als nächstes schickte Viot Schwester Vicenza in ein Kloster und verbot ihr, darüber Aussage zu machen, dass und wie sie den Papst tot aufgefunden hatte. Um 6.10 Uhr ließ er die Balsamierer kommen. Das Schockierende an der Sache war jedoch, dass sie fast augenblicklich erschienen. Es wird angenommen, dass die Balsamierer bei dem Weg, den sie zurücklegen mussten, bereits um 4.45 Uhr gerufen wurden, 15 Minuten bevor die Schwester die Leiche fand. Um 7.30 Uhr wurde ein Kommuniqué abgegeben. Die Todesursache war Herzversagen. Anstelle von Schwester Vicenza habe der Sekretär des Papstes, Monsignor Macchi, die Leiche angeblich um 5.30 Uhr gefunden. Zur Zeit der Ankündigung hatten die Balsamierer ihre Arbeit bereits getan. Genau wie beim nahezu identischen Tod des russischen Erzbischofs vor lediglich 23 Tagen wurde die Möglichkeit einer akkuraten Autopsie ausgeschlossen. Wäre der Tod von Johannes Paul I. ein Verbrechen gewesen, wäre dies nicht mehr beweisbar. Zehn Tage nach Beerdigung des Papstes berief Viot die Konklave zur Wahl eines Nachfolgers ein. Das offizielle Wahlorgan umfasste 111 Kardinäle. In der Sixtinischen Kapelle rufen die Kardinäle den Heiligen Geist an, um eine Entscheidung herbeizuführen. In Wirklichkeit jedoch finden die Wahlen für das Amt nicht hinter den verschlossenen Türen der Konklave statt.
Diese Art von Entscheidung wird in den eleganten Restaurants von Rom gefällt, in denen die mächtigsten Kardinäle